Für mich ist heute ein richtig guter Tag, denn meine Bobby Marlene ist wieder zu Hause. Zurück und das schöne denn je. Ich konnte heute endlich nach langer, langer Wartezeit endlich wieder meine Bobby Marlene abholen. Ja, warum war sie so lange weg? Auf der letzten Motorradtour, die etwa 2 Wochen lang ging, war danach so ziemlich alles im Eimer. Kühlerthermostat war undicht, der Kühler selbst war undicht, Zylinderkopfdichtung undicht. Hinzu kam, dass ich mir einen neuen Auspuff gekauft habe und auch der TÜV war fällig. Das alles in Kombination eine reine Katastrophe. Bobber Sound ist sehr, sehr klassisch und für mich ist es eben ganz, ganz wichtig, dass die Maschine einen kernigen Bobber Sound hat. Die wohl krasseste Veränderung für mich an dem Bike war dieser Auspuff. MCJ ist der Hersteller, eigentlich ein Hersteller, der für Harley Auspuffanlagen baut. Für die Honda gibt es leider keinen Klappenauspuff. Ich wollte es regulieren können, laut und leise. Ich habe 2 Monate darauf gewartet, war so froh, als sie endlich ankam. Was habe ich mich gefreut? Wollte sie eigentlich direkt draufpacken? Aber es ging nicht, weil der TÜV abgelaufen war, ich sie nirgendwo hinbringen konnte, noch viele Sachen eingestellt werden mussten. Ich bin ausgeflippt. Heute abgeholt, frischer TÜV drauf, alle Reparaturen erledigt, die Felgen schwarz gepulvert. Stehe beim Händler, denke mir, geil, richtig geiler, kerniger Sound. Pass auf. Ich denke, was ist das? Klar. Klappe öffnen, natürlich vergessen. Bis hierhin? Okay. Klingt ein bisschen leise, ist auch noch kalt die Maschine. Was ist das? Gefällt mir so also nicht. So wie sie jetzt verbaut ist, ist sie auch regelkonform, auch mit der Klappe. Die DB-Keller sind hier noch eingebaut, sodass man da problemlos über den TÜV kommt durch jede Polizeikontrolle. Ist mir, wie gesagt, aber nicht laut genug. Und dafür gibt es Folgendes. Es gibt vom Hersteller so wunderschöne Adapter, die man sich hier einbauen kann. Ich zeige euch das mal. So sieht die ganze Geschichte also aus. Das heißt, wir haben hier natürlich den DB-Killer. Gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher ran. Und diese DB-Killer werden ausgetauscht und durch diese Blenden hier ersetzt. Das müsste dann am Ende ungefähr so aussehen. Sieht für mich optisch auch ein wenig schöner aus. Dafür müssen wir einfach nur diese Schrauben hier lösen, den DB-Killer raus, diese Attrappen ersetzen. Es sind keine Attrappen, es sind andere DB-Killer. Ja, genau. Damit wir uns die schöne Blende hier nicht zerkratzen, mache ich mir hier einfach noch ein wenig Isolierband um den Schlüssel. Somit zerkratzt da nichts. So, die Pipes sind dran, alles fertig und jetzt machen wir nochmal einen kleinen Vorher-Nachher-Check.
die Maschine ist jetzt warm gefahren. Jetzt machen wir mal einen Soundcheck, natürlich mit einem Messgerät und Zollstock, so wie es die Polizei vorschreibt. Und ich bin jetzt mal auf die Werte gespannt ohne dB-Killer. Ich mache das jetzt nicht hier bei mir am Garagenhof, weil das halt hier durch die Mauern halt etwas schallt. Deswegen gehen wir mal hier an die Straße. Hier schallt es etwas weniger. Wie es die Polizei vorschreibt, einen halben Meter entfernt in einem Winkel von 45 Grad. Das sieht gut aus. Maschine ist wie gesagt warm gefahren. Wir testen jetzt erstmal mit geschlossener Klappe. Ist ja so schon bei 80 hier. Die hat ja schon im Stand das, was sie eigentlich maximal haben darf. Das ist schon nicht so gut, die Klappe ist zu. So schön so eine Klappe ja auch ist, aber 118, das ist zu laut. Und da sehen die Sheriffs wahrscheinlich genauso. Also vom Klang finde ich das schon ziemlich geil. Das kommt auf der Kamera vielleicht gar nicht so rüber, aber die hat schon echt einen kernigen Sound. Mein Fazit ist ja zur Klappenauspuffanlage. Das Geile ist, die MCJ-Anlage, die kommt mit E-Prüfzeichen. Das heißt TÜV, keine Probleme. Genauso wie Polizeikontrolle, keine Probleme. Sofern natürlich der dB-Killer verbaut ist, aber das macht keinen Spaß. Wenn ihr auch so eine Anlage haben wollt für eure VT oder ein anderes Modell, dann schreibt doch einfach den Tom mal an. Ironwerk Bammtal, der Link ist unten in der Beschreibung. Und dann könnt ihr auch so eine mega coole Klappenauspuffanlage haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da, kommentiert das ganz gerne oder was ich als nächstes vielleicht machen soll. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und ich fahre jetzt nochmal eine Runde.